Wirtschaftsverbrechen und andere Kleinigkeiten. Und ich begrüße zu meiner Linken Gerd Betzent. Auf Einladung von Attac und Business Crime Control ist Gerd Betzent heute aus Berlin angereist. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac kennen Sie. Manche der da Aktiven sind hier aus dem Co-Kreis, aus der außerparlamentarischen Bewegung, auf die Abgeordnetenbänke gewechselt, wie Sven Giegold, Sabine Lösing oder auch Sabine Leidig. Business Crime Control ist etwas kleiner, hat nicht ganz so viel, so große Prominenz. Dafür ein klar fokussiertes Engagement gegen gesellschaftliche Zustände, in denen eine sehr kleine Zahl von Straftätern umso gewaltigere Schäden verursachen kann. Bert Brecht fragte mal, das Zitat ist bekannt, ein geflügeltes Wort: Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Gar nicht mal sarkastisch aufzufassen, sondern einfach mal hinschauen. Wobei es den maskierten Bankräuber heute ja so selten gibt wie den Kassierer. Der wurde durch den Geldautomaten ersetzt. Und Frankfurter Rundschau von gestern über den Bankräuber von heute: Geldautomat gesprengt, Knall mit Effekt. Unbekannte haben einen Automaten gesprengt, rund 6.000 Euro erbeutet und dabei nebenbei einen Sachschaden von so 60.000 bis 100.000 Euro angerichtet. Klar kriminell. Die Imbissbude nebendran wurde auch beschädigt. Und klar wünsche ich der Polizei, dass sie damit ihren Ermittlungen vorankommt. Gut, soweit der Schaden beim Einbruch in eine Bank. Und der Betrieb einer Bank? Auch ganz frisch, vor ein paar Tagen, Anfang Oktober, wurde der Prozess gegen die letzten HRE-Vorstände eingestellt. HRE, Hypo Real Estate. Wer erinnert sich noch an die Immobilienfinanzierer? Bei der Krise 2007, 2008 wäre der um ein Haar pleite gegangen, beziehungsweise nur dank staatlicher Hilfe ist er eben nicht pleite gegangen. Gegen das Management gab es schwere Vorwürfe. Anfangs lauteten die auf Betrug, auf Insiderhandel. Später und jahrelang wurde verhandelt und es drehte sich um leichtere Delikte, wie die unvertretbar und evident falsche Darstellung der Geschäftslage von der Bank in ihrem Geschäftsbericht. Nur über 7 Milliarden Euro musste der Staat an direkten Hilfen geben. Für weitere 125 Milliarden Garantien abgeben. Jetzt nochmal zur Erinnerung. Was war noch beim Geldautomat? Peanuts? Einfach, um da diese Verhältnisse klarzustellen. Das Sprengen von so einem Automaten ist schlicht kriminell. Daran ist nichts politisch, auch wenn sich politische Terrorgruppen wie der NSU oder früher die RAF über Banküberfälle finanziert hatten. Aber nochmals einfach vom Schadensausmaß. 100.000 inklusive Sachschaden, verglichen mit 7 Milliarden, die aus dem Steuersäckel gezahlt werden. Oder um es mal plastisch zu machen, wie viele Schulen könnte man davon sanieren? Wie viele Schulen neu bauen? Das heißt, es sind astronomische Summen, um die es geht. Genau das ist das Kennzeichen von Wirtschaftskriminalität mit weißem Kragen, vielleicht auch mit goldenen Manschettenknöpfen, eben einen ganz gewaltigen Schaden anrichten, wie beispielsweise Nick Leeson, Terminhändler bei der Barings Bank, der hat seinen eigenen Arbeitgeber 1995 in die Pleite spekuliert, oder Jérôme Kerviel, Franzose, wir sind doch beim Gastland Frankreich, und der Aktienhändler hat die französische Großbank Société Générale über seine ungenehmigten Aktienspekulationen einen Verlust von 4,8 Milliarden Euro eingebrockt. Ich denke, bei solchen Summen kann man dann verstehen, warum der frühere deutsche Bankchef Hilmar Popper angesichts der Pleite von dem Baulöwen Jürgen Schneider, Zeilgalerie, inzwischen abgerissen, damals von Peanuts gesprochen hat. Aber ich möchte den Vortrag nicht vorgreifen.
ob Kriminalität eine Ausnahme im Kapitalismus ist oder vielleicht doch ein ganz klein wenig normal. Genau dazu referiert jetzt Gerd Betzendt. Und ich möchte den Autor ganz kurz vorstellen. Gerd Betzendt ist Bauingenieur, hat sehr lange im Eisenbahnbau gearbeitet, das heißt Bau von Gleisen und Bahnhöfen in der DDR, zuletzt als Vertragsmanager. Und schon da ging es darum, zu überwachen, ob die erteilten Aufträge korrekt ausgeführt werden. Vor einigen Jahren wechselte Gerd Betzendt zur Schriftstellerei, schrieb mehrere Romane und Erzählungen und, für uns ganz wichtig, wissenschaftliche Texte. Er ist Redakteur der Zeitschrift Big Business Crime, die Business Crime Control vierteljährlich herausgibt. Auch da vorne am Büchertisch zu haben, also wenn Sie reinschauen möchten, gerne einfach mal, ältere Ausgaben sind sicherlich noch lesenswert und über neue Abonnenten, so viel Eigenwerbung sei gestattet, freuen wir uns natürlich immer. Da schreibt Gerd Betzendt und Wirtschaftsverbrechen und andere Kleinigkeiten, sein neues Buch ist ganz frisch im Nomen Verlag erschienen. Der Verleger hier am Büchertisch, den bitte ich erst dann zu stürmen, wenn die Lesung vorüber ist. Und damit gebe ich das Wort an Gerd Betzendt, bitte. Danke. Vielen Dank erstmal. Moment, funktioniert das? Ja, näher ran und dann funktioniert's. Gut. Also bei meinem Buch handelt es sich um ein Sammelband verschiedener Texte. Die sind zum Teil schon in... Zu leise? Zu laut. Kann man das Mikro nach? Nein, ist okay. Das Mikro ist okay. Gut, die sind zum Teil schon in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften erschienen, wurden von mir aber gründlich überarbeitet und aktualisiert. Zum Teil wurden sie aber auch eigens für dieses Buch geschrieben. Also ich beschränke mich jetzt auf Texte, die noch niemand kennt, außer natürlich mir selber und dem Verleger. Und es ist eine Angewohnheit von mir bei meinen Büchern, das ist ja nicht mein erstes Buch, immer an den Anfang eines Kapitels ein Zitat aus der Weltliteratur zu setzen. Und ich fange jetzt mal an mit einem Text von Georg Büchner. Ihr habt Löcher in den Jacken und sie haben warme Röcke. Ihr habt Schwielen an den Fäusten und sie haben Samthände. Ergo, ihr arbeitet und sie tun nichts. Ergo, ihr habt's erworben und sie haben's gestohlen. Das ist aus dem Stück Dantons Tod. Und das Kapitel, was ich jetzt lese, das heißt Oligarchen und andere Widrigkeiten. Der aus der griechischen Antike überkommene Begriff Oligarchie bedeutet eigentlich nichts anderes als Herrschaft der Wenigen und wird meist im Sinne von Herrschaft der Reichen benutzt. Ein moderner kapitalistischer Staat lässt sich natürlich nur sehr bedingt mit den Herrschaftsgebilden der Antike vergleichen. Der Begriff erfuhr dementsprechend unserer Gegenwart einen Bedeutungswandel. Während des Überganges vom etatistisch geprägten westeuropäischen Frühkapitalismus zum freien Markt konnten sich besonders tatkräftige und brutal agierende Individuen zeitweise ganzer Wirtschaftszweige bemächtigen und Kraft ihrer herausragenden ökonomischen Stellung der jeweiligen Regierung Bedingungen diktieren. Etwas anders verlief die Entwicklung in den USA. Auf deren Territorium konnte sich der Kapitalismus bekanntlich ohne Rücksicht auf die in Europa noch vorhandenen Relikte feudaler Produktions- und Machtverhältnisse frei entfalten und über eine scheinbar herrenlose Landmasse ausbreiten. Bevor sich die bürgerliche Staatsmacht etablierte, übten häufig wirtschaftlich dominante Personen in neu erschlossenen Territorien die alleinige Macht aus. Für diese Leute hatte sich der Begriff Oligarchen durchgesetzt. Durch Durchsetzung von Staatlichkeit gegen das in den Händen von Einzelnen konzentrierte Faustrecht wurde Bestandteil des Geschichtsmythos der USA und wabert bis heute durch zahlreiche Groschenromane und Westernverfilmungen. Heutzutage wird unter dem Begriff Oligarchen meist eine Schicht mehr oder weniger krimineller Neureicher zusammengefasst, die sich im Zusammenbruch mit dem Kollaps der etatistischen Kommandoökonomien gigantische Vermögenswerte zusammenrauben konnten. Als Oligarchie ist in unserer Gesellschaft eine Herrschaftsform der
ist in unserer Gegenwart eine Herrschaftsform der spätkapitalistischen Gesellschaft zu verstehen. In der Phase des Zerbrechens der modernen kapitalistischen Staatsmacht kann eine Unternehmensgruppe oder ein Verbund mehrerer Unternehmen sich ganz offen der Regierungsgewalt bemächtigen. In diesen Regimes werden mit überaus brutalen Methoden die Interessen der dieses Herrschaftsgebilde dominierenden Oligarchen durchgesetzt, ohne Rücksicht auf etwaige soziale Folgen. Es ist bezeichnend für die Realitätsblindheit westlicher Medien, dass Verbrechen diverser Diktatoren und autoritärer Präsidialregimes regelmäßig angeprangert, die Profiteure des jeweiligen Regimes aber höchst selten benannt werden. Thematisiert wird erst recht nicht, dass die Regierungen nicht weniger Staaten entweder zu unmittelbaren Erfüllungsgehilfen einzelner Unternehmen und Unternehmensgruppen oder aber zum Steinbruch für diverse Wirtschaftskriminelle geworden sind. Der bürgerliche Staatsapparat erodiert, seine ausgleichende und systemstabilisierende Rolle schwindet, die öffentliche Infrastruktur wird Opfer von Plünderern. Genau dies ist das Kennzeichen einer Oligarchie. Seine Wurzeln hat der Siegestum des Oligarchentums im Vormarsch und im zwangsläufigen Scheitern des Marktradikalismus. Neoliberalismus und Oligarchenherrschaft sind letztlich nur unterschiedliche Erscheinungsformen von räuberischer Enteignung und Gewaltherrschaft. Während der neoliberalen Phase ist die Plünderung der öffentlichen Infrastruktur legal und für alle Unternehmensgruppen freigegeben. Diese Methode der Bereicherung funktioniert jedoch nicht auf Dauer. Reste der Staatsbürokratie und der bürgerlichen Parteienlandschaft ziehen meist irgendwann angesichts der desaströsen Folgen die Notbremse. Einzelne Oligarchen greifen daraufhin offen nach der Regierungsgewalt. Ist ihnen die Machtübernahme einmal gelungen, reklamieren sie das noch vorhandene öffentliche Eigentum für sich selbst. Nur so ist der scheinbare Widerspruch zu erklären, dass Bankrotteure und notorische Wirtschaftskriminelle lauthals nach einem starken Staat schreien und sich dann, wenn sie an der Staatsspitze angekommen sind, ungeniert auf Kosten der Öffentlichkeit die Taschen füllen. Das Personal diverser rechtsradikaler Parteien und Bewegungen rekrutiert sich zu nicht unwesentlichen Teilen aus solchen Existenzen. Nur ein Beispiel, Frauke Petri, noch Vorsitzende der Alternative für Deutschland, Klammer auf, das war damals bei Redaktionsschluss des Buches, war sie es noch, inzwischen ist sie bekanntlich aus der Partei ausgetreten, hatte noch vor Beginn ihrer Politkarriere eine Firma gegen den Baum gefahren und musste Privatinsolvenz anmelden. Am deutlichsten tritt der Charakter moderner Oligarchien in der postsozialistischen Gesellschaft Osteuropas zutage. In den 90er Jahren kam es in Russland und seinen Randstaaten beim politisch gewollten Ausverkauf öffentlichen Eigentums und gleichzeitiger Demontage sozialstaatlicher Strukturen zu einer Explosion des Banditentums. Unter der Präsidentschaft von Boris Jelzin, einem ehemals hohen Parteifunktionär und späteren Musterschüler in Sache neoliberaler Grausamkeiten, rauften sich russische Technokraten, Parteifunktionäre, Geheimdienstler, Berufskriminelle und andere Subjekte mit äußersten unfeinen Methoden um Besitzansprüche an Industrieunternehmen, Banken, Immobilien, Ländereien und Rohstoffvorkommen. Die Sieger der nicht selten bewaffnet ausgetragenen Auseinandersetzungen waren plötzlich schwer reich, die Verlierer landeten nicht selten auf dem Friedhof, wenn man ihnen überhaupt den Luxus einer Grabstelle gönnte. Vertragsverhandlungen wurden in diesen Jahren mit Hilfe von Schalldämpferpistolen und Kalaschnikows geführt, ehemals rote Betriebsdirektoren mit Schlagstöcken und Tränengas aus ihren Büros vertrieben. Unter der Losung »Keine Macht den Dieben« bemächtigten sich Banden professioneller Schutzgelderpresser, Auftragsmörder, Mädchenhändler und sonstiger Mafiosos besonders lukrativ scheinender Objekte. Während der Jelzin-Ära kursierte damals eine Faustformel für jeweils 100 Dollar Gewinn ein Toter. Allein im Jahre 1994 wurden in Russland im Zusammenhang mit kriminellen Verteilungskriegen 36.000 Ermordete registriert. Die meisten Fälle wurden nie aufgeklärt, geschweige denn geahndet. Leidtragende der damals tobenden Privatisierungsorgien und Banditenkämpfe war die russische Bevölkerungsmehrheit. Schließlich wollten die frisch gebackenen Kapitalisten möglichst rasch weitere Millionen zusammenraffen, bevor sich die Verhältnisse am Ende wieder änderten und die Privatisierung plötzlich Diebstahl hieß, was allerdings nie passierte. Schnellen Gewinn konnten die neureichen Besitzer am einfachsten dadurch machen, dass sie den aus Sowjetzeiten überkommenen Sozialklimbim rigoros auf den Müll beförderten. Massenentlassungen waren in den
1990er Jahren an der Tagesordnung. Die Lebenshaltungskosten stiegen permanent, während die Löhne unten blieben. Hinzu kamen Streichorgien im Gesundheits- und Sozialwesen. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung Russlands verminderte sich merklich. Widerstand gegen diese Welle von krimineller Enteignung und unverhohlener Ausplünderung der Bevölkerung gab es kaum. Die Mehrheit der Menschen begriff offensichtlich überhaupt nicht, was mit ihnen geschah. Sich zur Wehr zu setzen, hatten sie in der auf Ausgleich und Disziplin ausgerichteten Sowjetära nie gelernt. Eine aus dieser Zeit kommende soziale Interessenvertretung gab es nach der Zerschlagung der alten Strukturen nicht mehr. Die Kommunistische Partei übte sich ausschließlich in Sowjetnostalgie, andere linke Strömungen schafften es nicht, indem in schockstarre verharrenden Riesenreich Fuß zu fassen. Versuche, funktionierende Gewerkschaften aufzubauen, waren unter den Bedingungen der damals tobenden kriminellen Bandenkämpfe lebensgefährlich. Angesichts der massiven Verarmung der Bevölkerung verweigerte im Jahre 1993 eine Mehrheit von Abgeordneten der russischen Duma dem Präsidenten die weitere Gefolgschaft. Jelzin ließ daraufhin das Militär aufmarschieren und unter dem Beifall westlicher Beobachter das Parlamentsgebäude von Panzern zusammenschießen. Die so durchgesetzte Machtfülle des russischen Präsidenten gilt heute als Relikt des Sowjetsystems. Tatsächlich wurde sie durch einen neoliberalen Staatsstreich geschaffen. Von den westlichen Medien wurden die unter der Präsidentschaft von Boris Jelzin agierenden sozialen Grausamkeiten und sozialen kriminellen Verteilungskämpfe eher selten thematisiert. Immerhin widmeten sich verschiedene akademische Forschungsgruppen den Grimassen des osteuropäischen Transformationsprozesses, fielen dabei aber zumeist von einem Erstaunen ins andere. Die Entwicklung verlief halt so anders als zuvor von angeblichen Osteuropa-Spezialisten vorausgesagt. Für die westlichen Drahtzieher wurde das unter ihrer Regie umgesetzte sozioökonomische Desaster irgendwann einmal peinlich und man einigte sich auf das einfache und überzeugende Argument, an allem ist Putin schuld. Nachdem der schwer alkoholkranke Jelzin sich aus der Politik verabschiedet und gegen Ende seinen Erfüllungsgehilfen in der Regierung noch einen Tritt versetzt hatte, verkündete der neue Premier Jewgeni Primakow den längst überfälligen Kurswechsel. Dieser sollte bei Beibehaltung der marktwirtschaftlichen Umgestaltung der russischen Wirtschaft als Teil der Weltwirtschaft, der regulierenden Rolle des Staates bedienen. Im Klartext: Nach den marktradikalen Exzessen war ein keynesianisches Stabilisierungsprogramm dringend geboten. In seltener Offenheit konstatierte der stellvertretende Premier Juri Masljukow damals, Zitat, die neue Regierung betrat Ruinen, die uns die Reformer hinterlassen haben, Zitat aus. Die Erfolge dieses Stabilisierungsprogramms kamen dann Putin zugute. Nichts fürchtet die russische Bevölkerung mehr als eine Wiederkehr von marktradikalen Exzessen. Das autoritäre Präsidialsystem wird als notwendiges Übel in Kauf genommen. Als Folge der exportfinanzierten Konjunkturpolitik konnte sich die Wirtschaft stabilisieren, die Lebensverhältnisse verbesserten sich, die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung stieg langsam wieder. Der Vergleich Russlands mit der benachbarten Ukraine relativiert die russischen Verhältnisse allerdings deutlich. In der Russischen Föderation blieb das Phänomen der ganz offenen Ausübung von Regierungsgewalt durch Oligarchen auf entfernte Regionen fern der Moskauer Zentrale beschränkt. Russland konnte sich nach einer Periode von rasantem Staatszerfall auf niedrigem Niveau stabilisieren, während der Zerfall der Ukraine noch immer voranschreitet. Nicht wenige Oligarchen haben es an sich der instabilen Situation in der Ukraine und des von ihnen nur bedingt steuerbaren Regimes in Russland vorgezogen, sich vom Schauplatz ihrer kriminellen Bereicherung zu entfernen. Natürlich unter Mitnahme wesentlicher Vermögenswerte. Diese sind dadurch weder für den Fiskus noch für die Staatsanwaltschaft ihrer Heimatländer erreichbar. Und so sehr man im Westen die brutalen, hemdsärmlich agierenden Neukömmlinge aus dem Osten auch verachtet, ihr Geld nimmt man gern. Das ist aber nichts Neues. Schon im 16. und 17. Jahrhundert hat die Beute von Raubzügen diverser Piraten nicht unbeträchtlich zur wirtschaftlichen Entwicklung Englands und Hollands beigetragen. Ein Beitrag zur ursprünglichen Akkumulation des Kapitals. Der Schriftsteller Robert Louis Stevenson ließ gewiss nicht zufällig seinen Oberpiraten,
den einbeinigen John Silver, das aus Raubzügen stammende Vermögen nicht etwa in Kneipen verjubeln, sondern auf Bankkonten anlegen. Die unmittelbare Übernahme von Regierungsgewalt durch mehr oder weniger kriminelle Inhaber von Großunternehmen ist kein ausschließliches Kennzeichen postsozialistischer Zusammenbruchsregionen. Schon Anfang der 1990er Jahre stieg im Zuge von Wirtschaftskrise und Erosion der italienischen Parteienlandschaft der Milliardär und Medienmogul Silvio Berlusconi zum führenden Politiker auf. Er wurde insgesamt 4-mal Ministerpräsident Italiens und stand 30-mal vor Gericht. Nachgewiesen wurde ihm unter anderem Meinheit, Steuerhinterziehung, Bilanzfälschung, Schmiergeldzahlung, Richterbestechung und zweckentfremdete Verwendung von Fördermitteln. Und noch ein ganz aktuelles Beispiel. In den USA, früher ein Flaggschiff bürgerlicher Demokratie, konnten bei den Wahlen von 2016 in Gestalt von John Donald Trump, ein abstruser Immobilienunternehmer und Medienstar, das höchste Staatsamt für sich reklamieren. Dessen frauenfeindliche Entgleisung während des Wahlkampfes riefen zwar weltweite Aufschreie der Empörung empor, dass gegen Trump zeitgleich Ermittlungen wegen Betruges liefen, wurde eher selten thematisiert. Als Inhaber und Namenspatron einer von ihm gegründeten Privatuniversität hatte er leichtgläubige Studenten geprellt. Nach Trumps Wahl zum mächtigsten Staatsmann der Welt wurde das Verfahren durch Zahlung von Schadenersatz außergerichtlich beigelegt. Als Präsident versorgt Trump ganz ungeniert sein familiäres Umfeld mit hochdotierten Regierungsposten. Und er begann sofort, die von der vorherigen Regierung durchgesetzten sozialstaatlichen Regularien und Umweltgesetze wieder zu demontieren. Die gegenwärtige autoritäre Wende, der Stockvormarsch stockkonservativer und nationalistischer Kräfte, bedeutet keinesfalls ein Ende der unter den Neoliberalen begonnenen Zerschlagung öffentlicher Infrastruktur. Diese wird unter anderen ideologischen Vorzeichen eher noch verstärkt fortgesetzt. Und dann, wenn die sozialen Folgen außer Kontrolle geraten, die Systemstabilität ins Wanken gerät und die angehäuften Schätze in Gefahr sind, wird heftig an der Repressionsschraube gedreht. Mit genau dieser Phase spätkapitalistischer Plünderung haben wir es momentan zu tun. Nächste Kapitel, wieder ein Zitat aus der Weltliteratur. Das ist nur ein kurzes Kapitel. Der Mensch ist nicht frei, er lebt im Geschäft, von Wölfen umstellt, von Hunden umkläfft. Vom Nächsten beschattet, den er selber bewacht, wird er über Nacht um seine Menschlichkeit gebracht. Das ist aus dem Stück Frank der Fünfte von Friedrich Dürrenmatt. Und das Kapitel heißt In den Orkus der Geschichte. Raub ist ein ganz normaler Zweig kapitalistischer Wertschöpfung. Plünderung und Enteignung können in dieser Gesellschaft legal sein oder auch illegal. Letztere nennt man dann Wirtschaftsverbrechen. Diese unterscheiden sich von normaler Geschäftemacherei nur dadurch, dass sie nicht juristisch legitimiert sind. Die Gesetze und das gesamte Justizsystem haben als Grundlage den bürgerlichen Nationalstaat. Und der wiederum ist der Garant kapitalistischer Wertschöpfung. Diese regulierende Rolle des Staates wurde von Theoretikern der Linken lange Zeit entweder negiert oder heruntergespielt. Der Staat galt ausschließlich als Repressionsinstrument, das die Profiteure Kapitalisten Wirtschaftens vor dem Zorn der unterprivilegierten Volksmassen schützt. Das war nicht falsch, aber eben nur ein Aufgabenbereich des bürgerlichen Staatsapparates. Dieselben linken Theoretiker, die bisher den Staat als Haupthindernis auf dem Weg in eine gerechte Gesellschaft betrachtet hatten, erlebten verwirrt den Aufstieg des Marktradikalismus. Der Kapitalismus begann plötzlich seine eigene Infrastruktur zu fressen. Die zunehmende Ignorierung nationalstaatlicher Gesetzgebung durch Wirtschaftskriminelle erfolgte hauptsächlich unter dem Druck der Marktkonkurrenz, die bekanntlich eine der treibenden Kräfte kapitalistischer Ökonomie ist. Bei illegalen Geschäften ist das unternehmerische Risiko ungleich höher als bei legalen, entsprechend hoch ist aber auch der zu erwartende Profit. Illegales Wirtschaften ist daher so alt wie der Kapitalismus selbst und wird erst mit diesem aufhören. Überschreitet der Umfang illegalen Wirtschaftens ein bestimmtes Maß, gerät allerdings das Gefüge der Gesellschaft insgesamt ins Wanken. Die zunehmende Demontage des bürgerlichen Nationalstaates hat in den Augen von Geschäftemachern durchaus ihre Logik. Nicht mehr vorhandene Gesetze legalisieren illegales Wirtschaften und vermindern dadurch das unternehmerische Risiko.
Nicht mehr vorhandene Polizisten können keine Kriminellen mehr verfolgen, nicht mehr vorhandene Richter sie nicht verurteilen. Natürlich hat diese Erosion von Staatsgewalt fürchterliche Folgen. In verschiedenen Regionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas haben die Zusammenbruchsszenarien zu apokalyptischen Zuständen geführt. Großunternehmen werden allerdings nur insofern geschädigt, dass sie Vorsorge treffen müssen, nicht selbst Opfer von Gewaltakten oder räuberischer Erpressung zu werden. Welcher Dieb lässt sich schließlich selbst beklauen? Anstelle öffentlich besoldeter Ordnungskräfte treten daher zunehmend Werkschutzeinheiten und private Detekteien, an die Stelle eines Justizapparates private Schiedsgerichte. Kurz, die Unternehmen der spätkapitalistischen Gesellschaft nähern sich in ihrer Funktionsweise immer mehr den Gangstersyndikaten des glorreichen Frühkapitalismus an. Diese hatten bekanntlich auch ihren Ehrenkodex, gegen den niemand verstoßen durfte. Und in Gestalt bezahlter Berufskiller hatten sie ihre Ordnungskräfte, die dafür sorgten, dass niemand zu sehr aus der Reihe tanzte. Kann die kapitalistische Wertschöpfung auf Dauer ohne die ordnende Hand einer nationalstaatlichen Infrastruktur funktionieren? Schwerlich. Muss man die noch bestehenden Reste des einstig bekämpften bürgerlichen Staates jetzt gegen die Gefräßigkeit von Unternehmensgruppen und kriminellen Oligarchen schützen? Man kann es versuchen, doch es macht wenig Sinn. Die zunehmende Erosion der kapitalistischen Gesellschaft hat ihre Ursache nicht in Fehlentscheidungen Einzelner, sondern ist strukturell bedingt. Ihre Triebfeder liegt im verrückten Selbstzweck Kapitalistenwirtschaft, der Profitmacherei nur um der Profitmacherei willen. Wird der Kapitalismus irgendwann im Orkus der Geschichte verschwinden, mit ihm all seine Absurditäten und kriminellen Auswüchse? Wahrscheinlich. Wird dann eine bessere Gesellschaft kommen? Die Hoffnung besteht. Die Gesetze der kapitalistischen Gesellschaft sind keine Naturgesetze. Sie funktionieren letztlich nur durch die Köpfe der Menschen. Der Philosoph Robert Kurz wurde nie müde, immer wieder darauf hinzuweisen, der Kapitalfetisch ist von Menschen gemacht und kann von ihnen überwunden werden. Die Barbarei ist nicht unvermeidlich. Was muss denn noch passieren, dass wir das kapieren? Dass wir das kapieren.